Was würden eigentlich eure Eltern sagen, wenn ihr zwar immer zu streichen aufgelegt und meistens auch recht lustig wärt, aber niemals draufkämt, etwas Nützliches zu tun? Zum Beispiel mal aufzuräumen oder sonst was zu helfen. Sie würden doch bestimmt sagen, du hör mal, so geht's nicht weiter. Heute wirst du mal Ordnung machen und mir ein bisschen zur Hand gehen. Seht ihr, genauso geht's dem Meister Eder mit seinem Pumuckl. Ist ja recht lustig, so einen kleinen pfiffigen Kerl um sich zu haben, aber es wäre doch an der Zeit für ihn, auch mal was dazuzulernen. So dachte jedenfalls der Meister Eder, und drum sagte er, als der Pumuckl wieder einmal herzlich gähnte: Du, ich weiß ein gutes Mittel gegen das Gähnen. Aber ich gähne ganz gern mal. Ja, ja, wirklich. So zum Beispiel, so. Aber du gähnst doch, weil es da langweilig ist, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht, aber auch, weil ich müde bin. Ja, wissen möchte von was? Vom Faulsein. Weißt, das geht ja so nimmer weiter. Ich arbeite alleweil und du bist alleweil faul. Nein. Ich bin nicht alleweil faul. Ich bin nämlich oft so fleißig. So. Weißt du, ja, ich dichte Gedichte und ich tu. Das klingt gut, tut. Weißt du, ich tu Sachen, tu ja, ich zum Beispiel. Was heißt Sachen tust du? Unsinn tust und sonst nichts. Nein. Es wird Zeit, dass du mal was Gescheites tust. Ja, was Gescheites? Im Winter schneit's. Ich tu was Gescheites, aber niemand freit's. Freut es. Das reimt sich und ja. Was sich reimt, ist gut. Ja. Mhm. Ja, aber mich würde es freuen, wenn du auch einmal so ein Kobold wärst, wie sie so oft in den Geschichten vorkommen. Die helfen, was? Heimlich aufräumen, was? Plötzlich alles in Ordnung bringen. Das kann sich aber nur um ganz dumme Geschichten handeln, weil nämlich Kobolde, die tun sowas nicht. Nein. So. Naja, dann sind sie halt Einzelmännchen, nicht? Als ob's ihr nicht verwandt wärt. Wir und verwandt mit den Einzelmännchen. Ja. Einzelmännchen. Wir sind völlig unverwandt. So. Wir können uns nämlich überhaupt nicht leiden, weil nämlich so Einzelmännchen. Ja. Das klingt schon so, Einzelmännchen. Also Einzelmännchen sind was ganz Albernes. Die sind ja wie Gartenzwerge oder wie wimmelnde Ameisen oder wie Pfui-Gex. Ja, ich weiß schon, dass du gegen die was hast. Ja. Aber das ist mir ganz wurscht. Von mir aus bist auch kein Einzelmännchen, sondern ganz was anderes. Aber wenn du schon bei mir lebst, dann kennst du ja auch einmal mir einen Gefallen tun. Das tue ich ja, das tue ich ja. Dauernd, ja. Dir zu gefallen, werfe ich nämlich nur noch ganz selten Nägel herunter. Ich verstecke fast beinahe überhaupt nicht mehr dein Werkzeug. Ich tue ja so viel, was ich nicht tue. Und das ist auch was getan. Jawohl. Ja, dagegen sage ich ja gar nichts. Ja. Aber schau, ich verlange ja nicht, dass du richtig arbeitest, sondern dass du mir einmal hilfst. Ich hilf dir ja auch überall, wo ich kann. Ich hab dir ein Bettel gemacht und hab dir eine Schaukel gemacht. Ja, aber du bist ja auch groß und du musst sowas tun. So, und das muss ich. Ja, du musst. Und ich, weil du groß bist und ich bin klein und ich muss deswegen nicht sowas tun. Du bist ganz schrecklich erwachsen und musst arbeiten. Und ich bin ganz unschrecklich unerwachsen. Und ich muss nicht arbeiten. Jawohl, so ist es. So, und jetzt ist genug von diesem scheußlichen Arbeitshilfesgespräch. Also, mein lieber Pumuckl, das ist nicht scheußlich, sondern notwendig. Und wenn man schon zusammen lebt, dann muss jeder dazu beitragen. Beitragen, auftragen, lauter dummes Zeug, nachtragen, vortragen, zurücktragen, vortragen, das kann ich. Also, wenn du schon was mit tragen haben willst, dann vortragen. Gib mal acht. Jetzt hab ich's. Willst du was von Tragen sagen, musst du an anderen Tagen fragen. Das ist sehr gut. Und jetzt geht's weiter. Nein, nichts weiter. Keine Ablenkungsmanöver. Da ist mein Nagelkisten. Ja. Da sind Schrauben und Nägel. Kurze und lange. Schau her, ja. Dicke
und dünne, allerweil ganz durcheinander, seit du da bist. Und ich finde überhaupt nichts mehr. Ja, da musst du suchen, suchen. So, das muss ich. Ja, das musst du, weil suchen ist für die Menschen eine feine Beschäftigung. Und das tun sie so gern. Also, das tun sie ja eigentlich immer. Die suchen ja immer, auch wenn der Pumuckl gar nichts versteckt hat. Sie suchen und suchen. Aber ich habe für die Sucherei keine Zeit, verstanden? Und du machst jetzt gefällig da Ordnung. Ordnung. Zuerst kommen alle Nägel und Schrauben raus. Da, da, zum Beispiel auf das Brett hin, dann, dann da am Tisch. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Komm. Ja, aber diese Nägel hast du jetzt aber selber ausgeschüttet. Das war ich nicht. Und deshalb muss ich sie auch nicht einräumen. Einräumen muss der, der ausräumt. Und der Ausräumerling, das warst du. Von denen Nägel, die ich jetzt da hergeschüttet habe, tust du jetzt immer die gleichen zusammen auf ein Häuferl. Und die Schrauben auch. Und wenn alle Häuferl fertig sind, dann kommt jede Sorte in so ein Kasterl rein. Schau, schau, das ist doch ein Spaß, nicht? Das ist ein Spaß. Ja? Das ist ein Spaß. Also das finde ich keinen Spaß. Ja. Spaß ist was ganz anderes. Also, wenn du das schön gemacht hast, kriegst du ein ganz feines Silberpapierschokolade. Eine ganze Tafel, ganz allein für dich. Es ist doch auch ein Spaß, oder? Ja, manchmal schon, aber momentan habe ich gar keinen Hunger. Momentan, ja. Momentan. Soll ich dir die Tafel Schokolade mal zeigen? Ja, kannst du. Da, schau her, horch. Wie das Silberpapier schick knistert, hörst du es? Ja, das ist ganz schön. Ja, also, probier's einmal mit dem Aufräumen. Fang einmal an. Du, das ist ein Milchschokolade. Schon so gut, schon. Lass mich erst mal versuchen, ob sie überhaupt so gut ist. Nein, Freiter, das ist erst mal schon klar. Die ist die beste, die es gibt. Komm, was ist denn schon dabei, wenn du deinen alten Ederer mal einen Gefallen tust? So alt bist du zwar auch wieder nicht, aber... Also von mir aus. Aber das sind ja so viele Nägel. Mit welchem Nagel soll ich denn da anfangen? Soll ich mit einem großen oder einem kleinen oder einem dicken oder einem mit dünnen? Mit irgendeinem. Da, schau, leg mal den ganz langen da her. Woher? Da. Leg ihn mal hin, wo ich ihn hinlegen soll. Da. Und jetzt suchst so viele lange, wie du findest. Und dann legst daher die ganz kleinen. Ja, leg da den ganz kleinen auch hin. Ja, daher und... Nein, nicht daher. Ja. Nicht daneben, nicht? Ja. Und daher rüben, da legst du die Schrauben hin. Ui, das kannst du aber fein, wie du das machst. Das kannst du jetzt weiter feinen. Ich mach meine Arbeit weiter, ne? Ach, was so? Ein langer Nagel und noch ein langer Nagel und noch einer. Ein langer Nagel und noch ein langer Nagel. Und noch ein. Ui, das sind aber entsetzlich viele Nägel. Ja, und wenn es so langsam macht, dann sind es natürlich viel. Ein bisschen schneller, Pumuckl. Und der kurze Nagel und der lange Nagel und der kurze Nagel und der lange Nagel und der kurze Nagel und der lange Nagel und der lange Nagel und der Schraube und der Schraube und der lange Nagel und Lappel, Schraube und Mutter und die Schraubenmutter und der lange Nagel und der kurze Nagel und der breite Nagel und der enge Nagel. Ja, die Schraubenmutter liegt auf die Seiten. Welche Schraubenmutter? Das ist eine Schraubenmutter, die ist da. Die liegt dann über. Und das sind mittlere Nägel. Und halbmittlere Nägel, und obermittlere und untermittlere. Und ach, das ist ja zu dumm. Da wühle ich ja lieber. Da wühle ich Pumuckl, ja lieber in den Nägeln herum. Und so mache ich das dann auch noch so. Und so mache ich es auch noch. Ja, oh, jetzt mag ich nicht mehr. Das ist mir zu dumm jetzt. Ich gehe fort. Auf Wiedersehen. Ich muss an die Luft. Ich ersticke. Wenn du nicht augenblicklich alles wieder vom Boden aufhebst und wenn du nicht dann sofort anfängst, das zu tun, was ich gesagt habe, nachher. Aus ist mit uns, aus und vorbei. Aus und vorbei, einerlei. Du, ich sag dir, ich erwisch dich, gell? Da kommt die Hannelore. Grüß Gott, Herr Eder. Ach, Hannelore, grüß Gott. Mama hat gesagt, ich soll fragen, ob es Ihnen recht ist, wenn sie statt am Donnerstag am Freitag zum Putzen herkommt. Was, erst am Freitag? Ja, mei, es muss mir schon recht sein, nicht? Sind Sie böse, Herr Eder? Nein, jedenfalls nicht deswegen. Aber ich sehe mich nimmer aus. Nirgends ist eine Ordnung. Da, schau, alle Nägel sind durcheinander, nichts findet man. Soll ich Ihnen die Nägel wieder in die Kiste tun? Ja, das nützt nichts. Die können ja sortiert. Ich sortiere es Ihnen. Ich muss erst in einer halben Stunde beim Essen sein. Das kann ich schon machen. Mhm. Ja, das wäre natürlich nett von dir. Das tut einem richtig gut, dass auch einmal kleine Leute uns Erwachsene helfen. Aber da ist doch nichts dabei. Das haben wir gleich. Immer die gleichen zusammen? Mhm. Und er jetzt in ein Fach. Also, Hannelore, dafür kriegst du jetzt die Tafel Milchschokolade. Aber Herr Eder,
Das hätt's doch nicht gebraucht. Doch, das braucht's. Dankeschön. Bittchen. Mein, so ein Mädel wie dich, das braucht sie. Das wär was. Es gibt so viel unnütze Schlingel, die man zu gar nichts brauchen kann. Während also die Hannelore fieberhaft die vielen Nägel und Schrauben sortiert hat, ist der Pumuckl mucksmäuschenstill oben auf dem Werkzeugkasten gesessen. Und je mehr der Meister Eder das Kind gelobt hat, desto mehr hat seine kleine Koboldseele getobt. Und so kam's, dass er, wie die Hannelore fast schon mit der Arbeit fertig war, dem Brett, auf dem die Nagelschachtel stand, einen Ruck gegeben hat, sodass es mit allen schon sortierten Nägeln heruntergefallen ist. Au! Herr Eder, jetzt war alles umsonst. Und ich war schon fast fertig. Das war der Himmeldonnerwetter, das ist aber ein starkes Stück. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich an das Brett hingekommen bin. Nein, nein, Hannelore, da kannst du nichts dafür. Daran bin ich selber schuld. Ich hätte das Brett, auf dem du arbeitest, gescheiter hinlegen sollen. Nicht so wackelig, dass so leicht zum Runterwerfen ist. Herrschaftszeiten! Herr Eder, ich tue die Nägel jetzt einfach wieder durcheinander in die Kisten schmeißen, weil ich heim muss zum Essen. Und ich komme dann nach der Schule und mach's nochmal. Nein, das braucht's nicht. Du kannst da wirklich nichts dafür. Das werde ich jetzt dann schon kriegen. Mei, das ist so blöd. Aber ich komme bestimmt nach der Schule. Ja, ist schon gut. Jetzt geh nur heim zum Essen, dass du nicht geschimpft kriegst. Es tut mir ja so leid. Jetzt ist aber wirklich höchste Zeit. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Hannelore. Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl, sofort kommst du daher. Nein! Wenn du nicht auf der Stelle sämtliche Nägel sortierst und alles, was du angestellt hast, in Ordnung bringst, nachher. Das Gesicht von der Hannelore war wirklich sehr komisch, als das alles wieder runtergepurzelt ist. Ja, das war sehr komisch. Und du wirst jetzt auch eine Zeit lang ein komisches Gesicht machen. Wieso? Für mich existierst du nimmer. Für mich kannst du in Zukunft tun und lassen, was du willst. Was ich will! Fortgehen oder nicht, reden oder nicht, faul sein oder nicht. Mir bist du wurscht. Und dein Essen kannst du auch holen, wo du willst. Mit mir und an meinem Tisch isst du nix. So, und das ist jetzt mein letztes Wort. Ach, das bringst du ja gar nicht fertig. Du redest ja doch wieder Wenn mit mir. Wenn in 2 Stunden alle Nägel von dir sortiert sind, dann rede ich. Sonst kein Wort mehr. Wenn du nicht redest, macht das auch nichts. Dann rede ich eben mit mir allein. Dann sage ich zu mir, lieber Pumuckl, sage ich dann zu mir, du bist ein Kobold und kein Heinzelmännchen. Ja, antwortet dann der Pumuckl, da hast du ganz recht, Pumuckl. Der Meister Eder versteht nichts von Kobolden. Verstehst du was davon? Mir gefallen Nägel durcheinander nämlich ganz ausgezeichnet. Dir nicht? Ich rede auch gar nie mehr mit dir. Jawohl. Ich dichte. Jawohl. Mit mir. Jawohl. Ich dichte mit mir. Ich rede in einem Fort. Nie mehr mit dir ein Wort. Das wird ein Lieblingssport an diesem schönen Ort. Schweigen, das ist Wörtermord. Wörter sind fast alle fort an diesem schönen Ort. Das ist schön, nicht wahr? Das ist natürlich schön. Aber ich bin ja gar nicht so. Ich kann ja auch noch was anderes tun als dichten. Ich kann zum Beispiel Staub wegblasen. Das ist nützlich und koboldslustig. Jawohl. Hui, wie das wirbelt, wie das staubt. Großer Nebel von Staub. So, was sagst du jetzt? Dann tue ich eben noch mehr blasen, ne? Hilfe! Hilfe! Ich ersticke! Du, jetzt wäre ich fast erstickt. Ist dir das vielleicht egal? So, das ist dir also egal. Dann sind mir deine dummen Nägel auch egal. Schau, ich hebe einen Nagel hoch und dann werfe ich ihn wieder hinunter. So, jawohl! Und nochmals! Und au, 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 ich habe mich gestochen in den Fuß. Oh, oh, oh. Ich bin draufgetreten und dein dummer Nagel hat mich gestochen. Au, au.
Ich blute, ich blute. Gleich blutet es zum Schuh heraus. Oh, oh. Nein, nein, du sollst nicht gehen. Mit mir ist der ganze Fuß kaputt gegangen. Du darfst die Tür nicht so zuhauen. Ich will mit, ich hab Hunger. Hunger. Ich hab Hunger. Jetzt bin ich dreimal auf die Klinke gesprungen und er hat trotzdem nicht aufgemacht. Ich sterbe vor Hunger. Oh, schon seit einer Stunde sterbe ich dauernd vor Hunger. Gut, dann bist du schuld, wenn ich sterbe. Ich bin schon ganz mager. Jawohl. Wenn der Meister Eder wiederkommt, dann wird er sehen, wie der Pumuckl blass und mager ist und nur noch ganz mühsam die Augen hebt und dann wieder runterfallen lässt und mit ganz brechendem Augenblick sagt er dann, es war gar nicht so bös gemeint. Ich will ja die Nägel aufräumen, aber ich bin jetzt dazu schon viel zu schwach. Und dann werde ich noch einen einzigen Nagel hochheben, ganz langsam und vorsichtig. Und dann wird mir der Nagel aus der Hand fallen. So. Und der Meister Eder wird weinen. Huhu, wird er weinen. So immer, huhu, huhu. Das ist eine traurige Geschichte. So wird er, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Diese dummen Nägel, diese ganz dummen Nägel. Die langen Nägel sind dumm und noch einer und noch einer und noch einer in dieses Kästchen. Und die kurzen Nägel sind dumm und noch einer, noch einer, noch einer. Halt, 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 Schraube, Schraube, Schraube dahin. Noch eine Schraube. Noch, die Schrauben sind auch dumm und ich bin auch dumm und ich hab so Hunger und ich räume ja auf. Ich räume alles auf. Und nach einer Stunde waren alle Nägel sortiert. Als der Meister Eder von seiner Mittagspause wieder in die Werkstatt kam, stand der Nagelkasten geradezu strahlend vor Ordnung auf dem Boden. Der Pumuckl versteckte sich ganz oben auf einem Bretterstapel. Aber vorher hatte er sich noch mit einem Stück Kreide das ganze Gesicht weiß angemalt, in der Hoffnung, dass er dann fürchterlich blass ausschauen würde. Der Meister Eder kam also herein und konnte beim Anblick des Nagelkastens nicht anders, als sein Schweigen zu brechen. Ja, was sehe ich denn da? Ja, da ist ja Wunder passiert. Pumuckl? Pumuckl? Bist du fort? Ja, was rufe ich denn dem Pumuckl? Der hat das bestimmt nicht eingeräumt, der ist fort. Das hat sicher die Hannelore eingeräumt. Nein, nein, die Hannelore, die war ja gar nicht da. Ach, da bist du. Ja, was tust denn da droben? Ich tue Mausetot sterben. Ja, sowas. Ja. Ja, sag einmal, bist du in einen Mehltopf gefallen, weil du so weiß bist? Nein, 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 ich bin bloß so blass. Ich bin leichenblass. Leichenblass. Und schwach. Ja, und wenn du mir nicht gleich was zu essen gibst, dann sterbe ich auf der Stelle. Ja, was du jetzt sagst. Ja. Und das Weiße in dem Gesicht ist nicht Kreide. Hast du denn noch nie gehört, dass man sagt, jemand ist kreidebleich? Mhm. Ich bin es vor Hunger. Ja, das ist ja furchtbar. Ja, und an deine Hände bist du auch kreidebleich. Ja, da bin ich auch vor Hunger kreidebleich. Ja, und deine Hosen und der Jopperl, das ist auch kreidebleich. Alles vor Hunger. Ja, na. Ja. Ja, da müssen wir ja schleunigst was dagegen tun. Schleunigst. Ja, Gott sei Dank habe ich dir ein bisschen was aufgehoben von die Bratwürstel. Ich meine für den Fall, dass du die Nägel da doch noch einräumst. Ja, das war aber ein reiner Zufall. So. Ich glaube ja nicht, dass ich das jetzt immer mache. Ich bin ja schließlich kein... Heinzelmännchen, ja, ich weiß schon. Aber schön, wirklich schön hast du es eingeräumt. Ja, nicht anfassen, sonst bringst du das alles wieder durcheinander. Ich bin ein Kobold, der... Zufällig, aber nur zufällig. Der zufällig weiß, was Ordnung ist. Aha, ein Ordnungskobold. Ja, ein hungriger Ordnungskobold.
Kobold. Ja, aha. Ja, nachher komm, das Bratwürstel wart schon. Oh ja, oh ja. Das Bratwürstel, das wartet schon. Der Pumuckl, der startet schon. Er füllt sich in den Bauch was rein, weil nämlich Ordnung, die muss sein. Ja. Das ist schön, das reimt sich. Nun, da haben sich die beiden wieder vertragen. Denn der gute Meister Eder ist nicht gerne lange Zeit zornig. Und der Pumuckl, so boshaft er auch sein kann, verträgt Unfrieden mit seinem Meister Eder ganz und gar nicht. Als die Hannelore dann um 5 Uhr gekommen ist, um die Nagelkiste einzuräumen, blieb ihr nichts mehr zu tun. Sie entdeckte zwar ein paar Nägel, die falsch eingeordnet waren, aber als sie diese in das richtige Fach tun wollte, piekte sie sich dabei kräftig in den Finger. Sie sich selbst? Das glaubt keiner, der Ordnungskobolde kennt.